Komm, noch ein bisschen. Drei Stück. Drei Widder brauchen wir. Sollte doch jetzt nicht allzu schwer sein, noch drei Widder zu finden. Wenn wir mal sonst durch die Lande ziehen, dann finden wir hier Widder wie am Stück. Immer Widder und Widder, aber jetzt. Jetzt nicht so wirklich. Zack. So. Dann wollen wir hier die Bindungsmagier ausschalten. Oder den Bindungsmagier ausschalten. Plündern können wir ihn. Machen wir doch sehr gerne. Zur Not haben wir da auch noch wieder, aber komm. Sollte doch jetzt nicht allzu schwer sein, hier noch so einen blöden Widder zu finden. Oder? Ey, wirklich jeden einzelnen Widder abgeschossen, den es hier gibt? Waren die Spawner noch nach, oder? Wie macht man denn so einen Widder? Mach mehr wieder. Mach mal wieder was. Aha. So. Zack. Ja, wir können hier ein Lager auf. Nee, das ist schon unser Lager. Ich Idiot. Das Lager gehört uns doch schon. Ah. Ah. Ja, wir wissen wenigstens, wo es hinläuft. Das klingt doch immer so wie ein Pferd. Bin mir nicht sicher, ob ein Widderweg so klingt. Der geht auf mich. Jetzt klingt er jedenfalls nicht mehr so. Ah. Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu blöd, um zu warten, bis der ansatzweise uns angreifen könnte. Da greife ich lieber direkt an. Ach nö. Ich schon wieder. Ist aber auch nicht cool, wenn er einfach den Schuss hier abblockt. Warte mal, hätten wir uns selbst damit treffen können? Weil er hat es immer wieder zurückgeschossen. Ich glaube, wir hätten uns selbst damit abschießen können. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Also, wollte ich nur nochmal anmerken. Dass das nicht gut ist. Oh. Im Westen, ja. Ist ja schön.
Aber ich will einen Widder. Ich will den Widderstand. Ach Gott. Gib mir doch so einen blöden Widder. Bin extra dafür woanders hinreisen müssen. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, ich habe Nackhaut. War kein Widder, aber kann man auch essen, bestimmt. Ah, ich habe jemanden gehört, der so klang wie ein Widder. Da. Ja, ist mir egal. Lass mich in Ruhe, ich hab einen Widder. Bin genau deiner Meinung. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, der sollte jetzt bitte nicht meinen Schuss blocken. Ansonsten raste ich hier aus. Aber nein. Hat er nicht. Ganz netter. Ich wollte gerade sagen, Cassandra. Hau mal bitte drauf. So gut draufgehauen. Hau so rein. Komm mal her! Können wir mal aus der Affäre ziehen. Können wir mal draufhauen. Alle auf ihn! Ich glaube, wir haben den anderen da kaputt gemacht. Au. Zack. Und beide hinüber. Lammwolle. Auch nett. Ich will die ganze Zeit hier diese blöde Karte haben. Sehenswürdigkeit haben wir aktiviert, ist aber kein Schnellreiseziel. Ah ne, aber hier die Wegkreuzung. Die ist natürlich hier das Reiseziel. Da haben wir wenigstens für die Truppe was zum Fressen. Hallöchen. Bauen wir mal anders. So, mein Freund. Magier, Templer, Banditen, Dämonen. Das macht es einem Mann wirklich schwer, sein Abendessen zu erlegen. Hier, das hilft euch vielleicht weiter. Mehr als das. Damit kann ich diese hungrigen Bäuche füllen und den Leuten etwas Hoffnung geben. Ich hatte bisher nicht viel von der Inquisition gehalten, aber ihr seid die Einzigen, die uns helfen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Sehr schön. Ich habe alles verteilt, was ihr gefunden habt. Jetzt wird erstmal niemand mehr Hunger leiden. Es könnte aber noch besser sein. Wie, es könnte noch besser sein? Nichts da. Schon so gut, wie alles ist. Ah. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra.
Und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Ich glaube, das ist euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Matron. Ach, ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matron hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Ich wüsste gerne mehr über euch und Matron. Aha, Templer und Magier. Natürliche Feinde, wie immer wieder betont wird. Als könnten gesunde Männer und Frauen jahrelang so eng zusammenleben, ohne auf irgendwelche Ideen zu kommen. Wir waren viele Jahre lang Freunde und noch viele weitere Liebende. Doch nun ist er fort, wegen dieses Krieges. Ihr habt euch weder den Aufständischen noch den Flüchtlingen angeschlossen. Seid ihr hier ganz allein? Ja, so ist es sicherer. Für alle. Anfangs nutzte ich meine Heilkünste, um den Flüchtlingen zu helfen. Doch als die Templer mich sahen, griffen sie an. Unschuldige verloren in dieser Schlacht ihr Leben. Ich werde niemanden mehr in Gefahr bringen. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Lebt wohl. Nochmals, danke. Es ist besser, nicht länger in Ungewissheit zu leben. Okay. Haben wir diese Aufgabe abgeschlossen? Guck mal, da hatten wir gerade was. Achso, Elfenwurzel. Elfenwurzel. Haben wir hier was zu trinken gehabt? Nee. Nichts. Gut, wieder Elfenwurzel. Beeilt euch! Alles in Ordnung, Herr? War ein langer Tag. Gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren. Gut. Das ist am Zwergensohnpass. Du bist geduldig. Falsche Atmung, genau. Müssen wir sowieso nochmal hin. Dann können wir auch direkt auf dem Weg den Riss schließen. Nämlich der eigentliche Grund, weshalb ich dorthin möchte. Nur um den Riss zu schließen. Aber wir waren ja sowieso schon mal hier in der Nähe. Beeindruckend, wie ihr mit den Banditen fertig geworden seid. Corporal Vale wird die guten Neuigkeiten sicherlich hören wollen. Hoffe es doch. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Bei euch da ab. Was geht denn bei euch da ab?
Irgendwann werde ich ihn erwischen. Holzstoff. Irgendwann werde ich ihn erwischen. So. Da oben wird es, glaube ich, weitergehen, ne? Aber ich möchte... genau hier hin. Und hier wartet ein Riss auf uns. Ein Riss, welcher geschossen werden möchte. Uah. Da oben. Komm her. Ah. So, das mit einer niedrigen Gesundheit. Nicht gut. Boah, alles greift ihn da an. Und das Spiel ist abgestürzt. Alles greift Solus an und das Spiel ist abgestürzt.